Was kann ein Sony-Röhrenfernseher? Jo, tatsächlich habe ich auch einen Röhrenfernseher von der Marke Sony und der Bursche hat es wirklich in sich. Ich habe mir den Fernseher nur geholt, weil ich Bock habe auf eine authentische Bildausgabe, sage ich mal. Denn wie bereits bekannt, habe ich ja voll viele Retro-Konsolen, eigentlich mehr, aber die sind nicht alle angeschlossen. Und mit dem Oschi machen sie ein sehr gutes Bild. Keine Ahnung, Mann, der ist so riesig. Aber hey, wenigstens ist die Bildröhre ziemlich gut. Ich habe eine Diagonale von 27 Zoll und die Bildwiederholungsfrequenz liegt bei 100 Hertz. Das ist schon mal richtig geil. In Real Life sieht das alles besser aus, aber der Kontrast ist so geil, ey, vertraut mir. Die Farben sind wirklich sehr knallig. Aber eine Sache macht ein Sony Trinitron wirklich aus, und zwar ist das die vertikale Pixelanordnung. Ja, sonst habe ich vorne halt Standardanschlüsse, hinten habe ich noch zweimal SCART und ich meine Audioausgang. Aber sonst halt, schmeiß so einen Teil niemals weg, die sind ziemlich gut.